Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft hier auf der wunderschönen Map to Rivers. Ja, wir haben ja vor kurzem den Wald gewechselt, vor einiger Zeit, da haben wir noch Bäume gefällt und dann zurechtgeschnitten bzw. zu Hackschnitzeln verarbeitet, da unten rechts bei dem Wald da beim Bahnhof und bei Nordzucker. Und jetzt haben wir den Wald gewechselt vor einigen Teilen und sind jetzt hier unten links in dem Wald. Wir haben auch schon fast alle Fahrzeuge und Geräte hier in dem Wald, die wir dann hier benötigen. Uns fehlt jetzt hier lediglich nur noch der Fendt 936 Vario mit dem Jenshacker und noch der John Deere 7082R mit dem Forstmulcher. Also die zwei Traktoren und die zwei Geräte, die fehlen uns noch hier im Wald. Die müssen wir noch in nächster Zeit dann irgendwann mal hierher bringen, aber sehr wahrscheinlich noch nicht in diesem Teil. Genau, und da haben wir im letzten Teil dann hier jetzt auch mal angefangen, den ersten Baum hier in dem Wald zu fällen. Haben da schon mal jetzt so die wichtigsten Geräte sozusagen, Fahrzeuge schon mal hierher gebracht und haben im letzten Teil dann schon mal begonnen, einen Baum zu fällen. Haben auch schon den Baum etwas zurechtgeschnitten und schon verladen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den hier nochmal durchtrennen. Nochmal in zwei Teile teilen wir den. Und das kommt nochmal beides in die Runge für die Baumstämme, die gehäckselt werden. Und danach ist schon wieder der nächste Baum dran, danach suchen wir uns den nächsten aus, der dann als nächstes gefällt wird. Genau, da holen wir uns wieder den Skidder dann, fahren los und suchen uns einen schönen großen Baum aus. Letztes Mal haben wir da aus dem Wald in die Richtung was geholt. Können ja gucken, dass wir diesmal dann woanders so einen Baum herholen. Und so halt möglichst von verschiedenen Stellen hier im Wald was holen, damit nicht so eine Stelle dann komplett kahl ist, sondern es halt so wirklich so... man nicht so merkt, dass der Wald an einer Stelle so licht wird, so... dass da so Bäume fehlen, sondern dass wir erstmal so an großen, verschiedenen Stellen Bäume fällen. Genau, was wir bis jetzt aber noch nie hier gemacht haben in Forstwirtschaft Let's Play, was mir jetzt nochmal gerade so einfällt, ist Bäume setzen mit so einer Baumsetzmaschine. Gibt es ja hier von Damcon eine standardmäßig dabei. Ich weiß gar nicht, ob es gibt noch, glaube ich, noch gar nicht so wirklich jetzt einen Mod von einer Setzmaschine. Ich habe nur mal so einen Mod von so einer Baumsetzmaschine, beziehungsweise Legemaschine. Nee, Setzmaschine. Man setzt die ja. Einziger Mod, den ich davon schon gesehen habe, ist so ein Mod, dass man halt nicht nur Nadelbäume setzen kann, so wie jetzt hier im Spiel standardmäßig, sondern dass man halt auch noch Laubbäume setzen kann. Genau, da gab es noch eine veränderte von der Standard hier halt eine veränderte Version. Aber sonst habe ich, glaube ich, auch noch gar keinen Mod jetzt bis jetzt halt, wo ich jetzt immer geschaut habe. Und da, wo ich halt geschaut habe auf den Seiten Mod-Hoster zum Beispiel, da habe ich nie bis jetzt einen Mod gefunden von einer Baumsetzmaschine. Genau, müssen wir auch mal gucken, ob wir das vielleicht dann auch mal bald machen. Stimmt. Aber als nächstes wollen wir uns ja erstmal jetzt den Dings anschaffen, den Harvester. So, dann lass uns doch mal gucken, wo fahren wir hin und fällen einen Baum. Lass uns mal nach da rechts fahren. Lasst uns mal dort einen Blick hinwerfen. Guck mal, da haben wir noch so einen schönen großen. Ich glaube, den nehmen wir gleich, den hier am Wegrand. Am Waldwegrand. Den fällen wir. Die Frage ist nur, welche Richtung wir den fallen lassen. Am besten nach da. Die sind eigentlich alle so groß. Egal, wir nehmen jetzt mal... Dann nehmen wir mal nicht den ersten, sondern hier mal den. So, der soll in die Richtung fallen, dass wir dann nach da wegziehen können. Wäre ein bisschen blöd, wenn es in die andere Richtung wäre. So. Setzen wir ruhig so an. Und einmal Action, einmal Baum fällen. So, genau. Schön durchsägen. Und dann fällt er auch gleich. Genau. Und, ja, perfekt, er fällt, Achtung, Baum fällt und rums, jetzt fällt er da einmal gegen den Berg, rutscht ab, genau, und liegt dann da, perfekt. Sehr gut, so, dann lass uns doch mal hier schön durchsägen. Ja, und ich wollte heute jetzt nochmal ein Thema ansprechen, was ich zwar schon mal angesprochen habe, aber da gab es nochmal ein bisschen was Neues sozusagen dazu, was ich euch noch was erzählen kann. Und zwar, genau, könnt ihr mir ja gerne hier in die... Kommentare von dem Video unter die Videos von dem Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft Themenvorschläge bzw. Fragen schreiben, über die ich mal hier während einer Folge reden soll, über die ich mal sprechen soll. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen oder alternativ auch über auf Twitter die Frage bzw. den Themenvorschlag schreiben, eure Idee, über was ich mal reden kann, mit dem Hashtag LS15Forst. Oder was? LPLS? Ne, LS15Forst. Hashtag LS15Forst auf Twitter. Genau, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Freue ich mich echt immer über jeden Themenvorschlag und so. Und so habe ich da ja vor einiger Zeit mal in einem Teil über einen Themenvorschlag von, der mir auf Twitter gestellt wurde, der Themenvorschlag, beziehungsweise die Frage, die mir auf Twitter gestellt wurde. Und zwar war die von Mr. Mann.
Er hatte mir sowas geschrieben, wie in der Art halt, was ich in der Zukunft plane, beziehungsweise in nächster Zeit plane für Let's Plays. Genau, was ich da an neuen Projekten plane, sozusagen. Genau, und da hatte ich ja damals noch gesagt, dass ich nicht wirklich weiß, im Moment, was ich an neuen Let's Plays plane, da bis jetzt nicht so wirklich viele neue Simulatoren zum Beispiel jetzt angekündigt waren und beziehungsweise generell halt irgendwas, was wo ich jetzt Interesse erstmal dran hätte, beziehungsweise was ich mitbekommen habe, was angekündigt war und wo ich überlegt hatte, davon dann doch ein Let's Play zu machen. Genau, und da gab es vor einiger Zeit, das ist glaube ich auch schon länger her, halt eine Ankündigung von einem, gucken wir da rum, ja, der bleibt schön drin, ne? Bleibt wohl drin, bleibt drin, bleibt drin. Eine Ankündigung von einem Spiel, was bald rauskommen soll. Wahrscheinlich, wenn der Teil hier rauskommt. Ne, dann soll das Spiel, glaube ich, noch nicht rausgekommen sein. Außer, das hat sich irgendwie nach vorne verschoben, wovon ich jetzt nicht wirklich ausgehe. Genau. Auf jeden Fall wurde da ein neuer Feuerwehrsimulator angekündigt. Und zwar, ich habe es mir auch aufgeschrieben, genau, der Flughafen Feuerwehr. Und zwar das Spiel Flughafen Feuerwehr, die Simulation. Und das Spiel sollte zurzeit, also wo ich es jetzt hier nachgeschaut habe, wo ich die Teil hier aufnehme, ist als Veröffentlichungsdatum, also Veröffentlichungsdatum, als Release, als Erscheinungsdatum der. Ja, jetzt bleiben wir es bitte drin, bis wir da vorne weit genug gefahren sind. Lassen wir es so, ne, ein bisschen müssen wir noch vorziehen. Ist als Release-Termin, als Erscheinungsdatum der 13. Mai 2015 angegeben. Also ist das Spiel für den 13. Mai 2015 angekündigt. Genau, auf dieses Spiel freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Ich hab nämlich auch schon von anderen Flughafen-Feuerwehrsimulatoren ein Let's Play gemacht. Ich meine auch, dass das Spiel wieder von Viz Games ist, weil die haben nämlich auch schon, ich glaube zwei Flughafen-Feuerwehrsimulatoren gemacht und die haben auch einige andere Feuerwehrsimulatoren schon gemacht, wie Werkfeuerwehr oder generell. Und dann letztens Feuerwehr 2014, die Simulation, glaube ich. Davon habe ich ja auch ein Let's Play gemacht. Und genau, von einem Flughafen-Feuerwehrsimulator hatte ich ein Let's Play gemacht. Vom Werkfeuerwehrsimulator von einem habe ich auch ein Let's Play gemacht und es waren alles immer sehr, sehr schöne Feuerwehrsimulatoren. Die haben mir immer sehr viel Spaß gemacht, genau. Und da habe ich mich echt riesig drüber gefreut, dass dann da ein neuer Feuerwehrsimulator, jetzt ein Flughafen-Feuerwehrsimulator angekündigt wurde. Und wie gesagt, zur Zeit, wo ich das jetzt hier aufnehme, ist der für den 13. Mai 2015 geplant und ich habe auf jeden Fall jetzt im Moment auch geplant, dass ich sehr wahrscheinlich davon dann auch ein Let's Play mache. Also ich freue mich schon, wie gesagt, riesig auf das Spiel und genau, da habe ich halt, wie gesagt, auch jetzt da geplant, davon ein Let's Play zu machen. Also damals, als ich ja über das Thema gesprochen hatte, da hatte ich ja noch nicht wirklich jetzt so geplante Projekte zu der Zeit, weil da einfach wirklich, wie gesagt, jetzt keine Spiele dann, also von denen ich wusste, dass die angekündigt waren zu der Zeit, angekündigt waren, von denen ich vorhatte, ein Let's Play zu machen. Aber wie gesagt, jetzt danach, irgendwann, immer danach, nachdem ich das aufgenommen habe, wurde dann angekündigt, ich weiß nicht, wann das genau war, ich glaube irgendwann im Februar oder so, Ende Februar, Anfang März. Ich glaube, ich hatte es auf Twitter, hatte ich glaube ich auch geschrieben, genau, dass ich irgendwo gesehen habe, dass da das angekündigt wurde. Und genau, habe ich mich auf jeden Fall darüber gefreut, dass das angekündigt wurde. Habe auch schon so ein paar Bilder halt davon gesehen, auf Simuwelt zum Beispiel. Und sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aus. War zwar noch Alpha-Footage, hieß es glaube ich, oder heißt es glaube ich, war das deklariert. Also auf jeden Fall noch alles Work in Progress. Also noch die nicht endgültige Version. Es sah auf jeden Fall trotzdem schon richtig gut aus. Und auch so von dem Beschreibungstext, der schon dabei war, hat es auf jeden Fall schon sehr, sehr gut, sehr interessant geklungen. Und wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf das Spiel und werde auch mit hoher Wahrscheinlichkeit davon dann auch ein Let's Play machen. Und darauf, auf das Let's Play, freue ich mich auch schon riesig. Dauert aber noch ein bisschen, bis es halt dann soweit ist. Also ich glaube nicht, wenn der Teil rauskommt, nee. Dann ist es noch nicht so weit, dass das Spiel rauskommt. Außer es verschiebt sich irgendwas vom Release-Datum, dass es nach vorne verschoben wird oder halt nach hinten, dann dauert es nochmal ein bisschen länger. Aber ich hoffe mal, dass es halt dann am 13. Mai 2015 rauskommt und nicht nur nach hinten verschoben wird. Wäre auf jeden Fall richtig gut. Wird bestimmt auch wieder ein richtig gutes Spiel von Viz Games, also die Feuerwehrsimulatoren von Viz Games sind ja alle immer richtig gut geworden. Haben mir immer richtig viel Spaß gemacht, die zu spielen. Und den ganzen Einsätzen und so. Der Feuerwehrsimulator, Feuerwehr 2014, die Simulation ist ja auch richtig gut gewesen. Also, genau. Gucken wir mal. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir da wieder ein schönes Spiel dann bekommen werden, sozusagen. Schönes Spiel haben werden. Und da freue ich mich, wie gesagt, auch schon riesig drauf. Ja, und dann hatte ich noch mir in letzter Zeit überlegt, auch mal ein ganz anderes
Bis jetzt, eigentlich sind ja auf meinem Kanal die meisten Spiele, die ich hier gemacht habe, sind die meisten ja Simulatoren, also bis auf ein paar Ausnahmen, die ich bis jetzt hier auch gespielt habe, wie Dirt 3 oder Alarm für Cobra 11, sonst weiß ich gar nicht, sonst habe ich eigentlich gar nicht so viel andere Spiele hier auf meinem Kanal, beziehungsweise Let's Plays hier auf meinem Kanal von anderen Spielen, die keine Simulatoren sind. Also der Großteil hier auf meinem Kanal sind ja eigentlich Let's Plays von Simulatoren. Ich habe jetzt aber in letzter Zeit doch mal überlegt, noch von einem anderen Spiel ein Let's Play zu machen. Das haben auch schon, habe ich auch gelegentlich ab und zu immer mal ein paar von euch, die in die Kommentare schreiben, macht doch mal von dem Spiel ein Let's Play. Und zwar handelt sich dabei um Minecraft, genau. Da habe ich nämlich auch, wobei es kann sogar schon sein, dass wenn der Teil hier vom Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft rauskommt, dass dann schon das Let's Play von Minecraft schon angefangen hat, also dass ich dann das Projekt schon mache. Genau, deswegen aber trotzdem jetzt Zeit, wie gesagt, also im Moment plane ich das noch jetzt, dass ich es bald machen werde, wo ich das jetzt hier aufnehme. Aber wenn der Teil hier rauskommt, könnte sogar eventuell schon passiert sein, dass das Let's Play, das Projekt schon angefangen hat. Und zwar habe ich da, genau wie gesagt, ein Let's Play von Minecraft vor, aber nicht einfach so Minecraft im Singleplayer-Modus, in so einer, irgendwie im Überlebensmodus, in so einer Welt mit so einfach da so Spielen mit Gebäude bauen, Welt gestalten und sowas, sondern habe ich davor auf dem Gomme HD Server, vielleicht sagt es dem einen oder anderen von euch was, der auch vielleicht von euch Minecraft spielt, und zwar auf dem Gomme HD Server zu spielen. Da gibt es verschiedene Spielmodi, Modusse, in denen man da Multiplayer gegen andere Spieler spielen kann, wie zum Beispiel Survival Games, Ender Games, Bad Wars und so weiter und so fort. Und da habe ich sehr gefallen an den sogenannten Spielmodus Ender Games gefunden. Das macht auf jeden Fall riesig Spaß. Ist ein richtig cooler Spielmodus. Und genau davon, von diesem Spielmodus, wollte ich halt ein Let's Play machen, wo ich halt mit euch zusammen diesen Spielmodus spiele. Und wie gesagt, das kann sein, dass jetzt schon das Let's Play angefangen hat, wo ihr hier diesen Teil seht. Oder noch nicht, zumindest jetzt, wo ich es hier aufnehme, habe ich es noch geplant. Im Moment noch nicht angefangen, das Let's Play, aber schon so ein bisschen halt schon geplant und so weiter. Das Let's Play von Minecraft Ender Games zu machen auf dem GOM HD Server. Freue ich mich eigentlich auch schon riesig drauf. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich davon auch ein Let's Play machen. Ich kann es nicht ganz garantieren. Vielleicht, ja, ist jetzt auch noch gar kein Let's Play gestartet von Minecraft, wenn ihr den Teil hier seht, weil ich es dann vielleicht doch nicht gemacht habe. Oder es dann vielleicht auch eher noch später kommt, falls das vielleicht doch noch ein bisschen dauert, weiß ich nicht. Genau, aber auf jeden Fall habe ich geplant und ist es schon wahrscheinlich, dass ich davon ein Let's Play mache, aber ganz sicher weiß ich jetzt noch nicht, aber habe ich auf jeden Fall vor. Ich habe auch noch gar nicht Minecraft jetzt so lange gespielt. Ich habe es nämlich bei anderen YouTubern gesehen, diesen Modus Ender Games bei Minecraft. Also ich habe sonst ab und zu gelegentlich mal bei anderen YouTubern Minecraft Let's Plays geschaut, so von Projekten von denen. Und dann habe ich da Minecraft Ender Games, den Spielmodus, entdeckt. Also beziehungsweise darüber kennengelernt, über andere YouTuber, also über Let's Plays von Minecraft. Und dann habe ich halt so Interesse dran gefunden, dass ich halt dann mir Minecraft auch mal gekauft habe. Also ich habe davor eigentlich gar kein Minecraft gespielt. Genau, habe dann im Singleplayer so spielen, hatte ich eigentlich jetzt keine Lust drauf da. Ach scheiße, den wollte ich eigentlich ganz woanders hinladen, der sollte ja in die Runge. Genau, aber so Minecraft Ender Games, so im Multiplayer, so gegen andere Spieler da spielen, das fand ich auf jeden Fall richtig interessant. Und deswegen habe ich mir dann halt Minecraft dann auch mal gekauft. Ist noch gar nicht, jetzt wo ich das hier aufnehme, noch gar nicht so lang her. Auf jeden Fall, wie gesagt, davor habe ich überhaupt kein Minecraft-Spiel. Also ich bin dann noch richtiger Minecraft-Anfänger, dann auch in dem Let's Play fange ich da sozusagen als Anfänger an. Ich habe jetzt dann vor dem Let's Play, beziehungsweise trainiere ich halt ein bisschen sozusagen, spiele ich schon mal ein bisschen den Modus Ender Games und es macht auch echt verdammt viel Spaß. Spiele ich da ein bisschen, üb sozusagen da ein bisschen, dass ich dann halt in dem Let's Play nicht gleich immer dann, verliere, nicht gleich am Anfang, sobald wir da auf einer Karte anfangen zu spielen, halt immer nicht immer gleich sterbe, sondern vielleicht auch mal, ein paar Gegner dann töte oder so, um halt dann bisschen länger auch zu überleben und nicht gleich am Anfang zu verlieren. Genau, trainiere ich da im Moment noch ein bisschen, bevor ich dann hier jetzt mit dem Let's Play halt anfange. Wie gesagt, vielleicht hat es auch schon angefangen, das Let's Play halt, wenn ihr das hier seht. Auf jeden Fall, im Moment bin ich noch dabei, ein bisschen zu üben hier, aber schon kurz davor wahrscheinlich dann mit dem Let's Play zu beginnen. Genau, also gucken wir mal,
Vielleicht läuft das Let's Play von Minecraft Endergames schon. Vielleicht kommt es auch noch in nächster Zukunft oder vielleicht mache ich es auch gar nicht. Wie gesagt, aber habe ich im Moment halt noch geplant. Freue ich mich auf jeden Fall schon sehr auf dieses Let's Play. Genau, so, wie sieht's aus? Was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Genau, und ja, ich habe davor nicht wirklich, eigentlich nie Minecraft gespielt, habe halt nur immer Videos geschaut von anderen YouTubern, die Minecraft Let's Plays gemacht haben, bei anderen Projekten von anderen zugeschaut und habe halt da die Minecraft Endergames darüber entdeckt und habe da sehr Interesse an denen gefunden. Und genau, bin da jetzt noch sozusagen noch so ein Anfänger da in Minecraft, aber klappt schon ganz gut mit dem ganzen Craften von den verschiedenen Sachen, von Rüstungen, Schwert und so Sachen. Alles, was man halt dafür braucht und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, die Minecraft Endergames zu spielen. Und das war es jetzt aber an der Stelle auch schon wieder von dem Teil hier von Let's Play Landwirtschaft Simulator 15 Forstwirtschaft. Im nächsten Teil gucken wir mal weiter. Ein Baum wird noch hier drauf passen, dann ist es schon recht voll hier, der Holzcontainer. Dann können wir es eigentlich wegbringen und dann kommen wir auch immer mit unserem Kontostand dem Kaufpreis vom Scorpion King näher und können es ihn dann vielleicht auch schon bald kaufen. Holen auch bald mal die anderen Fahrzeuge noch hierher. Aber das war's an der Stelle jetzt erstmal von dem Teil hier, von Let's Play Landwirtschaft Simulator 15 Forstwirtschaft. Wenn euch gefallen hat, dann zeigt es mir wie immer mit einer positiven Bewertung. Drückt den Daumen nach oben, würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin, macht's gut, haut rein, euer Line Gamer 1. Ciao.